Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, wir haben neue Aufnahmesession, das heißt mal wieder neue Dailies. Dementsprechend gehen wir jetzt mal kurz rein. Wir haben heute verwehrte Schrott, um Öl herzustellen. Das Goldsternchen ist eine gekochte Mahlzeit im Camp eines Teammitglieds fünfmal. Schieße mit deiner Kamera ein Foto eines Schlingers. Schließe ein öffentliches mutiertes Event ab. Eine Daily Ops, 5 Insekten und verkrüpple Protektron oder Robohirnarme. So, machen wir mal gleich das Leichteste wieder weg. Wir haben zwei Rolls zur Verfügung. Mal sehen, vielleicht kriegen wir mal was Schweres, weil davon ist jetzt auch alles nicht schwer. Gut, machen wir erstmal ist und so. Verwehrte Schrott, um Silber herzustellen. Naja, gut. Was können wir sonst noch wegmachen? Machen wir mal nochmal, auch wenn ich jetzt noch die Dings, wir haben schon letztes Mal mit Verkrüppeln, das haben wir schon relativ häufig in Watoga gemacht, das ist nicht wirklich schwer. Lande bei einem Gegner einen kritischen Treffer mit automatischen Waffen, auch das hatten wir eigentlich schon. Naja, probiere ich jetzt noch was? Probier jetzt noch was, komm, wir probieren noch, ich gebe noch einen aus. Komm, wir sind heute wieder mal in Geberlaune. Da wäre da ein Brettspiel. Ja gut, es ist nichts bei rumgekommen. Ja gut, wir haben ja noch ein paar Versuche zur Not. Ne? Gut, dann muss ich jetzt mal hier erstmal drauf einstellen. Wir müssen jetzt erstmal Öl. Ja, Öl ist eigentlich, Silber wird eigentlich relativ leicht. Da komm, dann gehen wir hier zum Palast des verschlungenen Pfades. Machen wir jetzt nochmal Silberschildchen. Ja, es ist nicht wirklich schwer. Zur Not, man könnte auch Pleasant Valley Tickets einlösen. Ne? Aber das würde jetzt ein bisschen länger dauern. Deswegen nehme ich mir jetzt einfach mal zwei Silberschalen und dann, ja, haben wir schon mal den Rest. Brettspiel dürften wir da, glaube ich, auch fündig werden. Bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Aber mal gucken. Und des Weiteren, ich habe mir jetzt auch nochmal ein Kettenklinkchen gefunden, bezüglich was so halbwegs ist. Ist zwar nur Junkie ein Stern, aber egal. Damit wir dann jetzt auch immer eine beiläufige Nahkampfwaffe bei haben. So, da haben wir schon mal die erste Silberschale. Mal hier nochmal ein bisschen hoch hier. Würde aber gerne mal dich im Watz ausprobieren hier. Im Watz taugst du ja mal gar nichts. Ja gut, es fehlt halt schneller zuschlagen und man muss halt auch ein bisschen auf den Kopf gucken, aber es geht eigentlich ganz gut. Also im Watz taugt die aber überhaupt nichts. Silberschale, ich brauche Silberschale. Na, Titan haben wir hier nochmal. Gehen wir nicht auf den Senkel. So, und natürlich das Ganze ohne Perks, ne? Das ist ja, denke ich mal, klar. Sonst wird mir ja eine Kettenklinge nichts bringen, die ich permanent mit mir rumschleppen möchte. Das Einzige, wo sie halt wo wahrscheinlich nicht glänzen wird, ist, wenn ich auf Kommando gehe, weil der hat immer sehr wenig Stärke. Da sind wir ja gerade mal, glaube ich, bei 5, 7. Das ist ein bisschen wenig. Bei Heavy ist das jetzt natürlich ein bisschen einfacher. Ich habe da halt volle 15 drin. Plus Eventualitäten und so. Und sag mal, wo sind denn jetzt hier die blöden Schalen? Ach, guck mal, ein Schachbrett. Siehst du, ich wusste doch, irgendwo war hier noch was. Aber ein Schälchen brauchen wir doch noch. Gib mir mal ein Schälchen. So, Stimpack und Blutpaket. Da, Hauptsache nochmal Wasser gekriegt. Dann gehe ich halt noch einen höher. Ich weiß, dass hier die Schälchen waren. Wir hatten hier letztens 10 Schälchen oder so. Und jetzt finde ich hier noch nicht mal 2 Popleger. Na also. Habe ich doch gesagt. Gut, haben wir jetzt auch die Schälchen. Das heißt, das ist soweit fertig. 5 Insekten. Wir können ja mal gucken, ob wir irgendwas haben. Hornstrauch, Sterben. Sind eigentlich eher selten mal Insekten. Wir könnten... Ja, komm, machen wir so. Nehme ich mal kurz die Red Rocket Kerne mit. Das wäre nicht so verkehrt. Oh, ganz schön hell draußen. Im Real Life sowie im Spiel.
Das frisst sich gerade richtig hier. Eieieiei. Am besten nur nachts aufnehmen. So, dann wollen wir mal gucken hier. Gut, Kettenklinge habe ich ja soweit, wie gesagt, ist halt nur Junkie und Ziele bluten, das ist halt von der Kettenklinge selbst. Oh, ich habe Munition für die Minigun gar nicht mitgenommen. Also. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel irgendwas kommt mit abgehärtet, dann machen wir mal Härtetest. Aber ich möchte schon eine anständige Kettenklinge am besten haben. Eine, wo man sagen kann, ja, die macht auch mal ein bisschen mehr Damage. Das heißt, entweder schneller zuschlagen würde ich drauf brauchen oder halt starke Angriffe verursachen mehr Schaden. Das wären so die beiden Dinger. Achso, ich wollte ja erst Red Rocket gerne machen. Also holen. Wollte nicht machen, aber holen. So. Aber wie gesagt, das wäre dann halt nochmal so eine Kettenklinge. Die ist auch nicht so schwer wie die Kettensäge. Die kann man sich eigentlich immer schön mit einstecken. Weil mein Problem ist ja, Kettensäge auf dem Kommandobild, das frisst halt immer meine Gewichtskapazität. Macht zwar mehr Schaden, ich habe auch geile Kettensägen, so ist das nicht. Aber einfach mal so auf alle Eventualitäten so ein bisschen vorbereitet zu sein, das wäre schon nicht verkehrt. Und das stört jetzt ein bisschen, dass ich jetzt hier fast keine Muni auf der Minigun habe. So, dann mache ich mir hier mal die Umgebung schon mal an, damit ich so ungefähr dahin laufe. Können wir da ja gleich nochmal kurz gucken. Questen stapeln sich ja hier schon mittlerweile. So, jetzt müssen wir hier erstmal ein bisschen runter. Damit ich die Insekten nicht verpasse. Da vorne dürften sie schon sein. Kleine Insektis, wo seid ihr? Ah, ihr seid alle verbrannt. Ich würde sagen, in die Luft gejagt. Erfolgreich. Naja, war jetzt hier das Offensichtlichste, wo ich mir jetzt Insekten holen kann. Klar, man kann natürlich auch mit dem Injektor und Bäh fliegen spawnen lassen. So geht das auch immer relativ einfach. Wenn man sich einen Bärfliegeninjektor zusammenbaut. Auch das ist nicht das Problem. Also wie gesagt, Insekten gibt es genug, wenn man möchte. Selbst wenn die Hauptorte mal weg sind. Es sind ja nur Insekten, ne? So, an meinem Camp scheint, glaube ich, das andere Ding zu sein. Ja. Na gut, dann kann ich auch gleich nochmal verwerten. Das passt schon. Das kriegen wir schon hin. Ist nicht das Schlimmste. Und ich freue mich schon auf das mutierte Event. In der nächsten Folge leider erst. Das erste so ein bisschen verpasst. Und, Angler. Monster von Grafton. Ja. Das wird doch nicht langweilig, Beckett. Das wird fantastisch. So, dann hole ich mir erstmal den Kryptiden. Da hatten wir nämlich auch gleich Öl mit drin. Problem ist, jetzt haben sie mir hier was kaputt gemacht. So, hier haben wir auch nochmal 5 Öl. Also eigentlich habe ich die 5 Öl gesammelt. Wir könnten eigentlich jetzt eine große Menge draus machen, ne? Ich habe ja sogar schon 10. So. Verstanden. Das können wir ja schon mal abgeben und dann brauche ich einmal kurz 5 mm Munition. Ich habe hier irgendwie keine 5 mm Munition mehr. Nee, Ultrazit werden wir nicht brauchen. Machen wir nochmal. Blups. 5000. Denke ich mal, für die 2 Folgen wird es reichen. Auf jeden Fall. Schon besser. Und nochmal 5 Plasmakerne. So, achso, stimmt. Wir haben ja noch das Brettspiel. Das kann ich ja gleich verwerten mit. Plus das Silber. Und Öl, ach so, Öl habe ich auch schon mit dabei gehabt. Okay, gut. Nicht mal drauf geachtet. Ja, wie gesagt, das ist halt einfach ziemlich simpel, ne?
Kann man nichts anderes zu sagen. Kann man nichts anderes zu sagen. So, jetzt fehlt noch Daily Ops, mutiertes Event und lande kritische Treffer. Ja gut, ja gut. Gib ich erstmal meinen Rest ab. Bezüglich, wir haben ja letztes Mal nur angefangen oder zur Hälfte die großen Questen gemacht. Und jetzt müssen wir mal zusehen, dass wir sie machen. Ist halt immer so ein bisschen blöd, wenn man sich halt so ein bisschen selbst die Zeit eingrenzt für die Folge und ähnliches. Ja. Ist dann halt immer ein bisschen blöd. Aber na gut, kann ich ja nicht ändern. So, was müssen wir da noch fotografieren hier? Hä? Gewebeprobe, Signalreichweite hören. Achso, Kommunikationsbereich in Crater, ja. Okay, gut. Hab ich jetzt nicht gesehen. Aber Kommunikation, ja gut, dann einmal kurz durch. Geben wir jetzt alles ab, weil den ehemaligen Raider haben wir in den letzten Folgen ja gemacht und die guten Vakuumröhren auch. Es wurden weitere menschliche Überreste ausgegraben. Wir müssen diesen Soldaten durch ein ordentliches Begräbnis auf dem Soldatenfriedhof ehren. Kann ich den... Ja, ist gut. Getan. Deine Belohnung ist jetzt... So, nochmal klein bisschen Kleingeld wieder reinholen hier. Foto machen. Auf abgeben. Ich lege bei... Wunderbar. Und dann löschen sich hier die Questen ja schon von fast ganz alleine. An der Seite wieder aus. Ja gut, ist halt jetzt nur noch ein paar Hin- und Herporten. Wie gesagt, wir haben ja in der letzten Folge ein bisschen schusselig gearbeitet, kann man sagen. Weil das war ja auch ein anderer Tag. Aber na gut, das ist halt immer so die Begrenzung von na, knapp zwischen 20 und 30 Minuten. Man braucht manchmal ein bisschen mehr Zeit. Also Fallout ist wirklich ein Zeitfresser ohnegleichen. Dann fällt einem noch ein, man möchte noch dies machen, dann möchte man noch das machen, dann möchte man noch Account Management machen, dann möchte man noch hier machen und ja, das müsste man auch nochmal machen und also wenn man will, kann man sehr, sehr, sehr viel Zeit in dieses Spiel rein investieren. Aber es ist halt Fallout. Ich habe... Ich find's ja auch schön. So. Gut, haben wir nochmal mehr Fotofilm gekriegt. Sehr gut, jetzt muss ich erstmal gucken. Sendereichweite wird wohl wahrscheinlich beim roten Ausblick sein oder beim Bunker. Da können wir das nämlich auch gleich abgeben. Dann machen wir jetzt wenigstens einmal die großen Quests mal wieder. Ja, ich sammle ja dann sowieso wieder an, also passt das. Aber wenigstens die großen Questen immer mal wieder machen, weil sie geben halt mit am meisten EP, sie geben mit am meisten oder am besten Loot, Staatsanleihen und Co. Na komm, ich mach mal das Radio an. Sind das beim Bunker. Muss ja immer durchlaufen. Aber sowas von meinem Bunker. Na, wer von euch ist es? Freiwillige vor? Ghoul, du bist es nicht. Du, da hinten bist es. Gut, dann können wir hier einmal kurz mitnehmen. Und dann haben wir auch das Angriffsmodul. So, dann machen wir jetzt, damit wir uns jetzt hier, ne, kurz mal Ruhe haben, machen wir mal kurz so und gehen jetzt einmal kurz wieder rüber. Dann könnten wir eigentlich trotzdem noch gleich eine Daily Ops starten, oder? Ja, warum denn nicht? Da wir jetzt mal wieder so schnell fertig bin, dann ziehe ich schon mal das Lucky Hole so ein bisschen vor. Mit Blei sammeln. Weil das steht ja auch noch an. Aber mal gucken, ob wir vielleicht nach der Daily Ops vielleicht nochmal eine... Irgendwo noch einmal kurz so einen kleinen Bleispot abreißen.
Wie gesagt, ein bisschen Blei habe ich jetzt schon verarbeitet. Wenn ich jetzt demnächst wieder Munition machen muss, dann brauche ich auch mal wieder ein bisschen was. Weil ich übertreibe ja dann gerne mit den gesamten Munitionsmachfähigkeiten und arbeite dann auch ordentlich was rein. Dann reicht das wieder für ein halbes Jahr, bis es dann irgendwann weg ist. So, wir haben aber noch den Kryptid hier oben. Der muss noch abgegeben werden. Und dann müssen wir noch mal kurz in die Daily Ops. Dann schauen wir mal, was wir in der Daily Ops so Schönes finden. Falls wir da was finden. Ich weiß noch nicht mal, was da jetzt drin ist. Probe wird analysiert. Analyse abgeschlossen. Datenbank. Hast du schon mal erfahren? Nee, sind sie nicht. Wurde mir nur angezeigt, dass sie runtergefallen sind. So. Ja gut, dann gucken wir mal. Daily Ops, was haben wir denn da drin? Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit und nach. Ja, Supermutanten, kein Problem. Das heißt, wir wollen jetzt mal gucken, dass wir jetzt die kritischen Treffer machen. Wie gesagt, mit Minigun und Co. ist halt immer ein bisschen schwierig. Weil man halt nicht so viel AP und die zecken halt enorm viel AP runter. Und ich will da jetzt auch nicht so stark gegen gehen. Aber mal gucken. Das kriegen wir schon in der Daily Ops hier hin. Auch wenn sie jetzt ein bisschen schneller sind. Dürfte nicht stören. Aber hier Mining Hauptsitz mag ich ja mega, ne? Ist auch eine schöne Karte. Wie viel habe ich denn noch? Ihr habt noch vier. Ich habe ein bisschen wenig Popcorn, aber ich merke gerade, ich habe hier noch was drin, was jetzt dafür ein bisschen störend ist. Das heißt, wir gehen mal kurz auf Stimpaks über. Nummer 2. Nummer 3. Wir machen ganz artig. Immer ein nach dem anderen. Minigun. Hast schon höhere Feuerrate, Kollege. Und trotzdem habe ich nichts gemerkt. So. Jetzt. AP bitte einmal regenerieren. Ich dich zerbrechen! Glaube ich nicht. Lass mich nicht zerbrechen. Draußen. Irgendwo. Bin ich nicht. Jetzt ist er da rumgegangen. Na komm. Zwei, dreimal kann ich ja mal fressen hier. Zum Glück ist es nur eine Rumsteh, Daily Ops. Wir sind jetzt erst bei 5. Ah ne, wir sind schon bei 8. Okay. Offiziell sind wir fertig. Zelle nehmen wir auch nochmal mit. Mal kurz nachladen. Wo? Weiß ich nicht. Wo? Na, dann lassen wir nochmal eins leuchten. So, dann nehmen wir hier einmal kurz wieder rein. Machen wir hier nochmal rein. Was willst du denn jetzt von mir hier?
Wollte gerade gucken, ob ich noch was essen muss. Will nämlich nicht so verkehrt. Heilt ja auch. Ich bin nämlich schon wieder ausgehungert hier. So, mit Batzkrit-Treffern sind wir ja fertig. Kann ja jetzt hier mal ein bisschen Munition verschwenden. Das Gute, was ich immer an Flink finde, wenn man Full Life ist, dann stört einen das ja nicht, dass sie ein bisschen mehr auf einen rumprügeln. Aber sie kommen immer relativ schnell. Das heißt, wenn man hier schnell genug tötet, dann kriegt man auch ein bisschen EP dazu. Selbst wenn sie halt mal außerhalb spawnen, die rennen halt viel schneller zu dir. Gerade bei Verbindungsgeräten hast du sie meistens in Schussreichweite relativ fix. Man muss aber ein, zwei Pünktchen einstecken können. Was ja, denke ich mal, kein Problem sein dürfte. Weil nur die in einer anderen Daily Ops sind ein bisschen... Na, da mag man nicht so gerne Treffer einstecken. Klar, kann man auch machen, aber... Wenn man da nicht vorsichtig ist, dann tut das ganz schnell ganz dolle Aua. Ich mache euch alle zu Schleimpfützen hier. Kommt der hier. Ich habe noch genug Kerne, die verschossen werden müssen. So, next. Oh, Minigun. So, na, wo wollt ihr denn hin? Gut, das war's. Und jetzt habt ihr erst das Auto kaputt. Oh Mann. Ja, dann sollen sie mal gefährlich herkommen. Alter, was für ein Zahn hat er denn drauf da? Das sieht immer so bekloppt aus, wie die laufen. Ja, statt zu heulen. Selbst die Animation eigentlich viel zu langsam. So, der ist jetzt heftig auf jeden Fall. Da muss ich jetzt aufpassen. Wenn ich ihn dann irgendwann mal finde. Der Brandstifter sollte man nicht unterschätzen. Die ziehen nämlich ordentlich rein. Ich will auch das Sturmgewehr haben, was er hat. Mit genau demselben Effekt. So ein bisschen AOE-Splash-Damage. Das wäre schon Hammer. Das wäre echt schon Hammer. So, dann können wir uns hier gleich nochmal ein bisschen Kleinzeug mitnehmen. Haben wir einen Fusionskern? Nö, haben wir nicht. Na, hier hinten war noch auch irgendwie noch was. Eine Splittergranate brauche ich jetzt nicht. Hatte jetzt eigentlich an Kanister oder ähnliches gedacht. Terpentin, ja gut, ist okay, nehmen wir. Das gute alte Terpentin. Was jetzt alle durcheinander gewürfelt jetzt. Naja, gut. Haben wir das schon mal hinter uns. Dann gucken wir mal, was haben wir denn Schönes gekriegt heute? Ja, zwei Plasmakernen wieder Ultrazit zurückgekriegt. Die Banksitze. Rasender Ultrazit Gatling Laser. Berserkers Power Faust. Aber der Power Faust, die wird eher weggeschmissen, selbst wenn sie schneller zuschlagen hat. Zweite Stern, ja. Oder starke Angriffe. Wird sie trotzdem weggepackt. Als Schein-Result. Und bei Rasend müssen wir nochmal gucken. Ja, schade halt, dass das nicht so ganz so hoch gegangen ist wie zu Anfang auf PTS. Hätte ich mir ja echt gewünscht. Aber ja, wäre eigentlich schon ganz in Ordnung.
Also wäre das jetzt auf 95 geblieben, bezüglich 90 geblieben, dann wäre die nice. Dann hätte ich sie sogar aufbewahrt. Entweder höhere Feuerrate oder 25% mehr Schaden beim Zielen. Das ist eigentlich auf dem Gatling echt nicht verkehrt. Kann man gut mitspielen. Je nachdem, was man mehr haben möchte. So. Gut. Abgelegt haben wir das jetzt auch schon mal. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das mutierte Event. Das heißt, wir machen jetzt noch einen ganz kleinen Abstecher zur Feuerwache Charleston. Weil da waren wir noch nicht um, haben Blei geholt. Dann machen wir jetzt hier nochmal das letzte bisschen Blei abholen. Dann ist die Folge auch full und ja, wir haben wenigstens ein bisschen Blei gemacht. Ich versuche ja immer so ein bisschen Blei zu machen. In der nächsten Folge gehen wir ja sowieso, denke ich mal, einmal das dickste Blei holen überhaupt. Mhm. Ja, müsste eigentlich von der Zeit locker her reichen. Mit der guten alten Bagger. So, dann nehmen wir nochmal das Wasser. Und dann machen wir hier einmal kurz Licht an, damit ich auch die Gewichte sehe. Denn die Gewichte sind ja schon wichtig. Wir wollen ja ein bisschen Blei haben. So, habe ich alle Gewichte? Sieht gut aus. Passt. Wackelt und hat Blei. So, einmal kurz hier die Telefone weg. Prüfung abgeschlossen. Bitte zu neuem Einsatz begeben. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir jetzt hier das Zelt irgendwo nach unten hinkriegen. Einmal kurz alles reingeschmissen. Zack, hat gepasst. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein. Und bis denn.